Zu unserem nächsten Thema. Sie wollen Aufmerksamkeit, Sie wollen ein Zeichen setzen und das immer wieder. Auch heute haben Klimaschützer Straßen in Berlin blockiert und damit für eine Menge Ärger und ein mittleres Verkehrschaos gesorgt. Die Demonstranten fordern ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung. Aber wie sie das tun, dafür haben nicht nur Autofahrer wenig Verständnis. Das ist kein begeistertes Hupen. Heute Morgen auf der Abfahrt der A100. Ein paar selbsternannte Klimaretter treffen auf den Berliner Berufsverkehr. Hey, wir haben, ich muss Wohnungen verwalten, wo es um kaputte Heizung geht, ihr Trottel. Die einen wild entschlossen, den Verkehr zum Stillstand zu bringen. Die anderen auch wild entschlossen, sich die Straße zurückzuerobern. Fahr los, fahr los. Die Stimmung mehr als angespannt. Aufstand der letzten Generation nennen sich die Aktivisten, die seit mehr als einer Woche immer wieder Autobahnzufahrten blockieren, um auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen. In ihren Augen eine Weltrettungsmission. In der Pressemitteilung heißt es daher auch: Wir geben an unsere Mitmenschen die Bitte weiter, dass die Polizei sich weigert, uns zu verhaften, da wir die deutsche Verfassung aufrechterhalten und sie die Pflicht hat, jeder Regierung den Gehorsam zu verweigern, die ihre erste und wichtigste Verantwortung nicht wahrnimmt, den Schutz der Menschen in Deutschland. Sieht die Polizei anders. Für sie ist das Nötigung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und die ein oder andere Ordnungswidrigkeit. Unser Konzept sieht vor, schnell und zeitnah zu den Orten der geplanten Blockaden zu gelangen, um dort schnell und konsequent agieren zu können und die Menschen von der Straße zu holen, um dann zeitnah die Verkehrssicherheit wiederherstellen zu können. Alle Aktivisten befinden sich deshalb seit heute Morgen in Polizeigewahrsam. Und die von den Essensrettern geforderte Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h auf der A100 will die Polizei auch nicht durchsetzen. Trotzdem will man genauso weitermachen. Ich kann den Frust der Menschen sehr verstehen und das tut mir persönlich auch leid. Ich wünschte, dass es nicht notwendig wäre, dass eine solche Störung hervorgerufen wird. Wir richten uns nicht an die Einzelpersonen, die im Stau steht. Wir richten uns ganz klar an die Bundesregierung, ganz klar an die Bundesregierung, die jetzt Maßnahmen ergreifen muss, um einen Klimakollaps abzuwenden. Erst wenn die Bundesregierung ein Essen-Retten-Gesetz auf den Weg bringt, sollen die Proteste beendet werden. Solange heißt es Nerven bewahren. Selbst die Straße freiräumen ist auch strafbar.